Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe die Tage auf Instagram eine Umfrage in der Story gestartet, was ihr denkt, welchen Autor oder welche Autorin man auf jeden Fall in seinem Bücherregal haben sollte, beziehungsweise von wem man unbedingt etwas lesen sollte. Da sind super viele Antworten gekommen, also die werde ich auch nicht alle hier in dem Video mit aufnehmen können. Ich würde euch zu jedem Autoren oder zu jeder Autorin natürlich auch ein Buch vorstellen, das er oder sie geschrieben hat, damit ihr einfach mal ein Gespür dafür bekommt, ja, in welche Richtung der Autor oder die Autorin schreibt. Ich habe mir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück rausgesucht, die mich persönlich am meisten angesprochen haben und ja, von denen ich auf jeden Fall auch Bücher auf der Wunschliste habe und sogar zwei davon auch schon hier habe. Ja, ich würde sagen, wir starten erstmal mit denen, die ich auf der Wunschliste habe und dann machen wir die beiden, die ich bereits hier habe. Die erste Autorin, die ich euch hier jetzt vorstellen möchte, ist Julie Dorn. Sie hat ja gerade ihr Buch Fighting Fate auf den Markt gebracht. Das habe ich euch auch in den Neuerscheinungen September vorgestellt. Es ist ein Buch über griechische Mythologie aus dem Moon Notes Verlag. Und die Autorin hat mir vorher tatsächlich gar nichts gesagt. Aber zu dem Buch gab es auf Instagram eine Blogtour, wo zum Beispiel Steffi dabei war, wo Jenny dabei war, wo Maren dabei war. Also richtig hochqualitative Bookstagrammer und auch Booktuber. Und mit griechischer Mythologie rennt man bei mir ja sowieso offene Türen ein. Das Buch ist tatsächlich seit meiner Recherche zum Neuerscheinungs-September-Video auf meiner Wunschliste. Ich habe es noch nicht gekauft, aber werde das ganz sicher bald nachholen, weil das wirklich ein Buch ist, von dem ich weiß, dass ich es unbedingt lesen möchte und ich erzähle euch auch gerne, um was es in diesem speziellen Buch geht. Wenn du moderne Versionen griechischer Mythen, starke Frauen und ebenso starke Gefühle liebst, ist dies dein Page-Turner. Zwei Fremde, die ein göttliches Schicksal zusammenführt. Er ist der Prinz des Hades, sie seine Bodyguard. Seit Ewigkeiten fristet Taru ein trostloses Dasein. Als Fluch für ein unverzeihliches Verbrechen darf er sein Apartment in New York nicht verlassen. Die Erinien warten nur darauf, ihn in Stücke zu reißen, sollte er es wagen. Das zufällige Zusammentreffen mit Rio ändert alles, denn an ihrer Seite ist er für die Furien unsichtbar. Und so heuert er sie an, ihn zu beschützen. Zusammen machen die beiden sich auf eine Reise durch die Welt, die reale wie die mythologische, immer auf der Suche nach den Nymphen, der Sphinx und schließlich Pandora, die als einzige Tarus Fluch aufheben kann. Doch nichts kann Rio und Taru auf das vorbereiten, was sie über sich selbst erfahren werden und übereinander. Dann hat es die liebe Sylvia Day auf die Liste geschafft. Da hat die liebe Jackie schon so oft von erzählt, dass sie die Bücher von ihr so gut findet. Und ja, irgendwann habe ich dann gesagt, so, ich packe die Dame jetzt auch mal auf die Wunschliste. Ich habe Band 1 ihrer Blacklist-Reihe auf der Wunschliste, der da heißt So Close. Sie wird ja so ein bisschen als Nachfolgerin von E.L. James gehandelt, also sprich der Autorin von der Shades of Grey-Reihe und schreibt dementsprechend erotische Literatur, erotische Liebesromane, sehr spicelastig. Also da muss man schon wissen, auf was man sich einlässt. Ich weiß nicht, ob es auch in die Richtung von Shades of Grey geht, also mit den Vorlieben etc. Aber es ist schon sehr, sehr spicelastig und ab und zu lese ich das ja auch ganz gerne, wenn, wenn die Bücher nicht so viel Hauptstory haben, dafür mehr Spice-Anteile. Und ja, wie gesagt, Jackie hat davon geschwärmt, sie hat die Bücher sehr, sehr gerne gelesen und dementsprechend dachte ich mir, nehme ich die Dame doch auch mal auf, damit hier mal ein frischer Wind reinkommt, nicht immer nur New Adult und nicht immer nur Fantasy, Romantasy. Ein kurzer Spoiler, es wird noch ein anderes Genre hier im Video aufbloppen, aber das werdet ihr im Laufe des Videos noch sehen. Seit 6 Jahren ist der steinreiche Witwer Kane Black gefangen in der Trauer um seine tödlich verunglückte Frau Lily. In seinem exklusiven Penthouse in Manhattan führt er ein luxuriöses, aber einsames Leben, das durchdrungen ist von der Sehnsucht nach ihr. Da taucht sie plötzlich wieder auf. Kann es sein, dass sie den mysteriösen Bootsunfall damals überlebt hat? Seine Familie hat da so ihre Zweifel. Gemeinsam führen sie das milliardenschwere Kosmetikimperium Baharan und Kanes Mutter Alaya weiß genau, was sie will.
eine aus dem Nichts aufgetauchte Hochstaplerin, die die Kontrolle über ihren Sohn und damit über das Familienvermögen übernimmt, gehört nicht dazu. Auch Kanes skrupellose Schwägerin Amy hat eine Rechnung mit Kane und der angeblichen Lily offen. Ein gefährliches Spiel nimmt seinen Lauf. Ebenfalls auf meine Liste geschafft hat es die liebe Merit Niemals. Die habe ich letztes Jahr auf der Buchmesse tatsächlich so zum ersten Mal auf meinem Schirm aufploppen sehen. Ich habe tatsächlich, obwohl es eine Lux-Autorin ist, noch nie was von ihr gehört. Und in der Schlange zur Autogrammstunde von Lena Kiefer habe ich mich mit einem Mädchen unterhalten, die auch super süß war. Und die hat mir von Merit erzählt und dass ihre Bücher so wundervoll schön und idyllisch und fürs Herz sind, dass ich gesagt habe, ich muss das auf jeden Fall mal im Auge behalten. Und dann hat, ich glaube, sie war es auch selbst, dieses Mädchen den Namen in der Instagram-Story quasi reingeworfen. Und da dachte ich, komm, du sagst es schon seit der letzten Buchmesse, nimm das jetzt mal mit hier ins Video auf. Ich habe ja auch die Mulberry Mansion-Reihe komplett auf meiner Wunschliste. Ich habe sie tatsächlich aber noch nicht gekauft. Ja, too many books, too less time. Ihr wisst, wie es ist. Aber die Mulberry Mansion möchte ich auf jeden Fall lesen. Es ist eine schöne New Adult-Reihe und ich habe das Gefühl, die ist auch so eine richtige Wohlfühlreihe. Die Cover sind wunderschön, die Klappentexte klingen richtig gut und den von Band 1 würde ich euch jetzt gerne vorstellen. Avery kann ihr Glück kaum fassen. Sie hat tatsächlich eins der begehrten Zimmer in der Mulberry Mansion ergattert. In einem Wohnprojekt der Universität sollen Studierende die alte englische Villa wieder instand setzen. Aber Averys Freude wird jäh gedämpft, als sie feststellen muss, dass einer ihrer Mitbewohner kein anderer ist als ihr Ex-Freund Eden, der ihr vor 2 Jahren beim Abschlussball das Herz brach. Aus dem warmherzigen Jungen von damals ist ein verschlossener junger Mann geworden, der alle auf Abstand hält. Doch während sie gemeinsam die Mulberry Mansion renovieren, kommen plötzlich Gefühle hoch, über die Avery eigentlich längst hinweg war. Oder etwa nicht? Ich habe vorhin übrigens Stuss erzählt. Von den 3 Autoren und Autorinnen habe ich bei 3 keine Bücher da, sondern nur auf der Wunschliste. Und bei 3 habe ich ein Buch da, das ich lesen möchte. Ich habe nämlich ganz vergessen, dass ich von der einen Autorin letztens ein Buch von Ivy geschenkt bekommen habe. Und damit würde ich jetzt auch gerade weitermachen. Ich habe es euch schon im Neuzugänge-Video gezeigt. Jetzt sind wir echt von Gabriela Santos de Lima. Ich möchte es unbedingt lesen. Es ist ein unverkäufliches Leseexemplar. Ivy kennt da nämlich jemanden in der Buchhandlung hier und die mussten ihr Lager ein bisschen räumen. Da durfte Ivy gemeinsam mit ihrer Freundin ein bisschen stöbern und hat mir das Buch hier mitgebracht, weil sie wusste, dass ich es gerne lesen möchte. Das sind halt diese Leseexemplare, die Buchhändler bekommen und die sie halt zum eigenen Lesebedarf quasi nutzen dürfen. Das ist ein bisschen kompliziert mit der Schiene. Also da steht es auch nochmal drin. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. So, da steht es auch nochmal drin. Also die fallen direkt auf, wenn man sie dann doch verkaufen wollen würde. Ich habe natürlich trotzdem versucht, den Sticker abzumachen, einfach nur, weil ich Sticker ultra hässlich finde. Aber weder der Spiegel-Bestseller-Sticker noch dieser unverkäufliches Leseexemplar-Sticker gehen ab, ohne dass man das Buch zerstört. Das ist nämlich sehr matt. Und ja, da würde ich einfach nur den Titel hier abreißen. Ja, Gabriela Santos de Lima habe ich schon länger auf dem Schirm, quasi seit ihrem Debüt und habe es immer noch nicht geschafft, was von ihr zu lesen. Das ist jetzt mein Ansporn, es zu tun. Wenn ich das richtig in der Buchbubble gehört habe, dann hat sie einen sehr blumigen Schreibstil. Das ist ja immer so bei mir eine 50-50-Chance, ob es mir gefällt oder ob es mir dann doch too much ist. Ich werde das Buch hoffentlich zeitnah lesen und dann werde ich euch natürlich davon berichten. Und jetzt erzähle ich euch, um was es hier geht. Berlin, 2 Jahre zuvor. Bei einem Schreibworkshop lernt Lucy Gregor kennen, der sich mit jedem seiner Worte in ihr Herz schreibt, bis sie nach dem Sommer kein einziges Wort mehr von ihm hört. Köln, jetzt. Plötzlich steht Gregor wieder vor ihr, als wäre es nicht schon schlimm genug, dass er für seinen Master nach Köln gezogen ist, muss Lucy sich ausgerechnet mit ihm die Moderation des Hochschulpodcasts teilen. Mit ihm und seinen Worten voller Erinnerungen, Herzklopfen und Bauchkribbeln. Und dazwischen die ganz große Frage, wieso ist Gregor wirklich zurückgekommen? Jetzt hatten wir 4 Autorinnen im Video und ich dachte mir, du kannst nicht immer nur Autorinnen zeigen, auch wenn ich quasi 95% Bücher von Autorinnen lese.
unbeabsichtigt. Aber jetzt nimmst du auch mal noch zwei Jungs mit ins Boot und der eine ist, ja, der Mann, wenn man an Bücher denkt, also zumindest für mich. Und zwar ist das Sebastian Fitzek. Ich habe euch ja eben gesagt, es kommt noch ein Buch, das in einem ganz anderen Genre spielt. Und das wäre das Buch Der Heimweg von Sebastian Fitzek. Das habe ich mir mal bei Rebay gekauft. Das ist diese Black Limited Edition, bliblablub. Ich dachte eigentlich, hier vorne wäre auch noch sowas. Nein, ist doch nicht. Ja, das Buch habe ich gekauft, weil Tatjana und ich es zusammen lesen wollten, weil sie auch noch nie ein Buch von dem Herrn Fitzek gelesen hat. Ich glaube, das Buch habe ich jetzt schon über ein Jahr hier liegen. Ich müsste mir nochmal meine Neuzugänge durchschauen. Also es war auf jeden Fall letztes Jahr. Dieses Jahr war es nicht. Und seitdem liegt es hier und ja, ich muss mal mit ihr reden, wann wir denn vorhaben, es zu lesen. Aber es ist eben Thriller, es ist nicht meine Komfortzone. Ich musste dafür jetzt aus meiner Komfortzone raus. Aber ich bin gespannt. Ich möchte verstehen, was jeder an dem Herrn Fitzek findet und dementsprechend ja, steht es hier und will gelesen werden. Wer das Datum seines Todes kennt, hat mit dem Sterben schon begonnen. Samstag, kurz vor Mitternacht. Jules Tannberg sitzt am Begleittelefon, ein Service für Frauen, die nachts auf ihrem Heimweg Angst bekommen und eine beruhigende Stimme brauchen, so wie Clara. Die junge Frau glaubt, von einem Psychopathen verfolgt zu werden, der vor Wochen mit Blut ein Datum auf ihre Schlafzimmerwand malte. Claras Todestag, und dieser bricht gerade an. Und dann kommen wir last but not least zum letzten Autoren, von dem ich unbedingt etwas lesen möchte. Den habe ich selbst auf die Liste gesetzt, weil ich ihn schon ewig bei Instagram verfolge und mir auch irgendwann im Sommer einen Roman von ihm gekauft habe, den ich euch auch schon in meinem What I Read Next Video vorgestellt habe und auch auf Instagram schon vorgestellt habe. Da ist nämlich gerade der zweite Band erschienen und ich denke, es wird jetzt so langsam Zeit, dass ich das Buch mal von meinem Sub befreie. Ich spreche nämlich von Andreas Dutter. Es ist eine Gay Romance Own Voice Geschichte über Sternzeichen. Und ich bin ja so eine kleine Astromaus und finde das immer super spannend zu schauen, wie die Leute oder welches Sternzeichen wer hat und ob diejenigen auch Anzeichen dafür zeigen, dass es wirklich dieses Sternzeichen ist. Es gibt ja viele Leute, die glauben da nicht dran. Ich bin halt so jemand, ich glaube an Schicksal, ich glaube daran, dass Sternzeichen auch Charaktereigenschaften vorgeben können. Ich bin auch in vielen Punkten klassischer Zwilling. Das ist tatsächlich so. Und dementsprechend muss dieses Buch jetzt für den lieben Andreas herhalten. Von ihm würde ich gerne etwas lesen. Und es wird Zodiac Love. Wer hätte es gedacht? Felix ist Sternzeichen Fische und liebt Astrologie. Ganz untypisch für sein schüchternes Fischewesen hat er sich getraut, seine Heimat Österreich hinter sich zu lassen und ein Auslandsstudium an University College Cork anzutreten. Alles lässt sich erstaunlich gut an, sogar sein Nebenjob bei einem Herrenausstatter, bis er auf den schroffen Owen trifft. Owen, der am UCC Medizin studiert, hält im Gegensatz zu Felix überhaupt nichts von Astrologie. In einer hitzigen Diskussion kommt es zu einer Wette zwischen ihnen. Owen soll verschiedene Sternzeichen daten und Felix wird voraussagen, wie die Dates laufen. Die Einsätze sind hoch, doch die Wette gilt und sorgt für Herzklopfen, das beide nicht so erwartet hätten. Ja, ihr Lieben, das waren alle Autoren und Autorinnen, die ich euch heute vorstellen möchte. Von denen habe ich, wie gesagt, noch nie etwas oder noch nie ein Werk gelesen und möchte das eigentlich gerne nachholen. Ihr dürft mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, mit welchem Buch ich vielleicht starten sollte, was ihr mir empfehlen würdet. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!